Facilitate. Machen wir gleich. Jetzt geht's gleich los. Juhu! Yay! Nicole, wir haben es geschafft. Juhu! Jetzt sind wir beide da. Yay! So, Wunder der Technik und Wunder der Zeit. Wir haben es geschafft, Nicole und ich, hier beim 24-Stunden-Talk-to-the-Entity-Spezial. Ha! Und wir haben uns beide in Schale geschmissen. Nicole mit dem Totenkopf. Ich habe auch Totenköpfe. Nee, das ist ein ganzer Gustav hier. Och, Nicole, ja. Nicole hat Leichen bei sich. Ich hatte einen Freund. Ja, und was für ein Wahnsinn. Wahnsinn. Ich habe nur einen Kristallschädel hier, aber einen ganz besonderen Chrysanthemen-Kristallschädel. Und überhaupt, ne? Also ich bin schön unterwegs. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben euch eine kleine Umfrage heute gegeben in der Talk to the Entity Gruppe für Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum. Und ihr habt gewählt. Ihr möchtet mehr erfahren über das Empfangen von Entitäten und über eure Teamkollegen. Und genau dazu sind wir heute hier. Welchen Beitrag können Nicole und ich dafür sein, dass ihr mehr erfahrt über eure Teammates und das Empfangen von Entitäten? Nicole, schieß los. Jawohl. Und du hast es eben schon angedeutet, was ja super viel Spaß macht und immer wieder, und vor allen Dingen zum Beispiel abends im Bett oder auch. Die Teammitgliederübung. Hörst du mich noch? Ja, super. Die hast du eben schon angefangen. Und was ich das Tolle daran finde, ist, dass man nicht rausgehen muss, irgendwo suchen muss nach Entitäten oder den Teammitgliedern, sondern primär mal sich seines eigenen Körpers wieder bewusst wird. Und was, wenn der Körper die Entität ist im Moment, die mit zu den Teammitgliedern gehört? Nur mal so als Gedanke. Legen wir los, Nicole. Legen wir los. Juhu! ja, ich habe eben schon mal leicht angefangen, bevor ich die Nicole nochmal separat reingeholt habe und möchte euch einfach nochmal einladen, vielleicht auch die Augen zu schließen, euren Blick so ein bisschen nach innen zu richten und euch wirklich zu erlauben, euren ganzen Körper wahrzunehmen. Vom Haaransatz bis ganz runter in die Fußsohlen. Nehmt eure Verbindung zur Erde wahr und erlaubt wirklich auch der Erde, uns jetzt beizutragen bei dieser Teammate-Übung. Welcher Beitrag kann die Erde hier, jetzt und heute für dich, deinen Körper und dein ganzes Leben sein? Und was kannst du der Erde jetzt beitragen? Erlaub dir einfach, dich mit jedem Atemzug immer weiter in deinen Körper hinein zu entspannen. Und dehn dich mit jedem Atemzug immer weiter aus. Über den Raum hinaus, in dem du dich befindest. Über den Ort hinaus, in dem du dich befindest. Über das ganze Land hinaus, in dem du dich befindest. Über den Kontinent hinaus. Über den ganzen Planeten Erde hinaus. Über das Sonnensystem hinaus, über die Galaxie hinaus, dehn dich immer weiter aus, über das gesamte Universum hinaus und mach dich unendlich. Und Nicole, möchtest du weitermachen? Mhm. Wo du dich jetzt so wahrnimmst, so weit und gleichzeitig auch deinen Körper dabei wahrnimmst, wie du sitzt, deine Füße, die Erde, den Rücken, bitte doch einfach mal, dass deine Teammitglieder zu dir kommen. Wenn es ein bisschen komisch ist, wenn alle zu dir kommen, dann bitte ein einzelnes Teammitglied, dass es ein bisschen näher kommt. Und überall, wo jetzt alle Ablenkungsimplantate hochkommen, vor allen Dingen von Zweifel, Scham, Schuld, Reue, alle Ablenkungsimplantate wollt ihr die alle jetzt zerstören und umkreieren. White Bomb, Good Bad, Pop, Pop, All Night Shorts, Boys and Beyonds.
vor allen Dingen der Zweifel. Wie wäre es, wenn der Zweifel jetzt mal mit aus dem Sonnensystem rausgeht? Und was, wenn deine Teammitglieder jetzt wirklich bei dir sind? Und dann bitte mal entweder das eine Teammitglied, das dir vielleicht am vertrautesten ist, oder sie dir ganz nahe kommen, deinem Körper ganz nahe kommen und dass sie sich dir kenntlich machen, dass sie dich berühren, dich kuscheln, dich streicheln und schau einfach mal, wo und wie du das wahrnimmst. Vielleicht eine Gänsehaut oder du spürst ein warmes Gefühl irgendwo oder dir zieht jemand am Ohrläppchen. Das sehe ich gerade, irgendwo zieht gerade jemand am Ohrläppchen. Und dann spür das einfach mal. Nimm einfach mal nur die Anwesenheit deiner Teammitglieder wahr. Und nochmal, alles, was dagegen spricht, der Vernunft, der Verstand, allen Zweifel, schick die einfach mal vor die Tür. Deine Teammitglieder sind für dich da und ihr seid ein Team. Und überall, wo du eine komfortable Distanz zwischen dir und deinen Teammitgliedern kreiert hast, bist du bereit, die jetzt wirklich vollständig zu zerstören und umzukreieren? Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all night, shorts, boys and beyonds. Und welche Jails verwendest du, um die Dominanz von E gleich MC² zu kreieren, zur Schaffung der komfortablen Distanz zwischen dir und deinen Teammitgliedern, zwischen dir und Entitäten und Wesen des Lichts, die dir eigentlich schon so lange beitragen möchten. Und alles, was das nicht erlaubt, dass sich das jetzt zeigt und ihr das wahrnehmend erkennt, seid und empfangt, zerstörten und kreierte das jetzt bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyond. Und wo ihr jetzt so zusammen seid mit euren Teammitgliedern, bittet sie doch mal, dass sie euch beibringen, was es ist, von Entitäten zu empfangen. Vielleicht nicht beibringen, was, wenn ihr das schon wisst, vielleicht ist es eher ein Erinnern. Was, wenn ihr schon wisst, was es bedeutet, von Entitäten zu empfangen, aber in dieser Realität, in diesem Leben, ja, haben das viele einfach nicht so geübt und praktiziert und viele wieder vergessen. Und was, wenn euer Team auch mit dafür da ist? Bittet sie doch einfach mal, dass sie euch zeigen, was bedeutet es, von Entitäten zu empfangen? Und was ist das? Ja, Entschuldigung? Gar kein Thema. Und überall, wo ihr irgendwann mal Erfahrungen gemacht habt, wo ihr total verbunden wart, mit Entitäten, mit dieser ganzen nicht physischen Welt und regelrecht euer ganzes Leben drauf ausgerichtet habt und eins wart und dann aber irgendwas passiert ist und ihr verurteilt wurdet, als Hexe oder was auch immer, alles was euch geschehen ist, alles was euch widerfahren ist, was euch dazu gebracht hat, euch von dieser nicht physischen Welt und vor allem vom Empfangen von dieser nicht physischen Welt abzuschneiden. Zerstörten und kreierte das jetzt bitte, widerruft es jetzt, schwört es ab, hebt es auf, annulliert es und macht es null und nichtig. Ja. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Und bittet vielleicht auch euer Team und die Wesen des Lichts, euch jetzt zu unterstützen, all die alten Erfahrungen aus eurem System zu entlassen und aufzulösen und loszulassen. Alle Schocks, alle Traumata, alle Narben, die ihr vielleicht von den Brandwunden noch mit euch rumtragt, zerstörten und kreierte das jetzt bitte. Ja. Löst es auf und lasst es los. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Shannon sagt immer so schön, es ist so genial, in diesem Leben werdet ihr nicht mehr als Hexe verbrannt. Ihr könnt wieder zaubern. Ihr könnt zaubern. Und was, wenn es gar keiner merkt? Ja? Denn eure Teammitglieder sind die für andere sichtbar und andere Entitäten. Was, wenn ihr einfach
unbemerkt empfangen könnt. Just for me, just for fun. Und wie entspannt können dein Körper und du jetzt sein? Denn was für Empfang, ob jetzt von Entitäten, dem Universum, von Menschen oder sonst was mit essentiell wichtig ist oder sehr, sehr förderlich ist, wirklich richtig entspannt zu sein. Wie entspannt kannst du in deinem Körper sein? Wie entspannt kann dein Wesen im ganzen Universum sein? Und was braucht es? Und was, wenn es möglich wäre, wirklich alle Energien aus dem ganzen Universum zu empfangen und eure Teammitglieder, die für euch dann vielleicht so ein bisschen sichtbarer machen. Denn manche Energien sind da und weil wir die vielleicht nicht so gut kennen, fällt uns das Empfangen schwer. Und was, wenn die Entitäten und unsere Teammitglieder uns einfach sagen können, hey, hier, das ist eine Energie, also in dieser Realität ist die zum Beispiel Geld. Oder in dieser Realität ist sie zum Beispiel kuscheln. Was ist da möglich, die Energien zu empfangen, so dass wir sie auch entspannt empfangen können? Und überall, wo ihr euch vom Empfangen abgeschnitten habt, weil ihr Angst davor habt, auch das Schlechte und Hässliche zu empfangen, zerstört und kreiert ihr das jetzt bitte. Yes. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und wie ihr vielleicht wisst, schließt Bewusstsein alles ein. Das Gute, das Schöne, aber auch das Hässliche und das Schlechte. Wie viele von euch haben Angst, wirklich wieder diese Fähigkeiten, die ihr in anderen Leben hattet, diese Kommunikation mit der nicht-physischen Welt, dieses Miteinander mit der nicht-physischen Welt, was eigentlich unser ganz natürlicher Zustand ist, wieder wirklich zu leben und zu verkörpern? Und ihr wisst ja vielleicht, Angst ist ein Ablenkungsimplantat. Nicole hat es vorhin schon gepottet und gepottet. Also seid ihr bereit, alles, was euch da im Weg steht, alle alten Erfahrungen, die euer Leben nicht mehr wirklich bestimmen, die nicht mehr wirklich relevant sind, die euch davon abhalten, jetzt wirklich von dieser nicht-physischen Welt, von den Entitäten und vor allem auch von euren Teammitgliedern zu empfangen. Seid ihr jetzt bereit, all das zu zerstören und umzukreieren, zu widerrufen, abzuschwören, aufzulösen, zu annullieren und null und nichtig zu machen? Mein Gott, Silvon. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beards. Das ist eine sehr yummy Energie. Kann man bei Zoom, Facebook Live, gibt es da Fragen? Du musst bei Facebook dann gucken, glaube ich. Ich bin da auch nicht der Profi. Ton ist wieder da. Ton ist fast weg. Okay. So, was bedeutet es noch, von Entitäten zu empfangen? Was könnte es sein, was ihr mit Leichtigkeit aus dem Weg räumen kommt, von dem ihr jetzt denkt, dass es einfach unmöglich wäre, von Entitäten zu empfangen? Welche Barriere gilt es da zu senken? In welchen Raum gilt es, sich hinein zu entspannen? Okay, alles, was euch davon abhält, wollt ihr das alles zerstören und umkreieren? Right, wrong, good, bad, Potpocker, Schutz, Boys, Leons. Und was, wenn ihr, auch wenn ihr das Team jetzt nicht wahrgenommen habt, das kommt immer mal wieder vor, hoppala, ich sehe gerade, ich habe mich selber ins Dunkel gepackt, dass man sagt, ja, das ist ja alles gut und schön und es hört sich auch ganz nett an, aber ich spüre mein Team nicht. Und was, wenn du dein Team anders, ganz anders wahrnimmst, als du das jetzt meinst? Und was, wenn du dein Team immer weiter bittest, immer weiter, zeigt mir, wie ich euch wahrnehme. Was ist meine Wahrnehmung von euch? Und vielleicht ist es dieses komische Jucken, was aber schon, das ist ja schon immer da. Das ist ja nicht erst seit der Übung da. Ja, dein Team ist ja vielleicht auch schon immer da. Und vielleicht möchte dein Team schon länger mit dir in Kontakt treten. Also was ist es? Was ist es, wie du sie wahrnimmst? Und welcher Beitrag können sie dir sein? Und
sie auch immer wieder zu bitten, hey, was heißt es von euch zu empfangen? Da wirklich dran zu bleiben, denn wir können das alle. Und wir alle haben ein Team, das uns beitragen möchte. Und ihr könnt wirklich auch euer Team bitten, euch ein Zeichen zu geben. Und es kann die juckende Nase sein. Das kann wirklich so das Gefühl sein, dass euch jemand an der Schulter berührt. Bitte einfach dein Team, dir ein Zeichen zu geben, dass sie da sind. Dir ein Zeichen zu geben, dass sie mit dir kommunizieren möchten. Was ist dein Team-Erkennungssignal sozusagen? Und alles, was dir nicht erlaubt, das jetzt wahrzunehmen, zu erkennen, zu sein und zu empfangen, zerstörst und kreierst du das bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Und noch ein Thema, was, wenn dir Entitäten vielleicht was schenken wollen, du aber trotzdem nicht alles annehmen musst. Also überall, wo du meinst, ach hier, jetzt kommt einer und will mir irgendwas andrehen, was ich gar nicht haben will, als Grund dafür nimmst, mal per se gar nichts zu empfangen, möchtest du das alles zerstören und umkrisieren. Right on, good, bad, pop, pop, all night, shorts, boys, meons. Denn was, wenn du was geschenkt bekommst, sagen wir mal Gruselwichteln, ja, wo es kurz vor Weihnachten jetzt ist, und du sagst, ah, oh, toll, danke schön, und dann packst du es entweder in die Ecke, vielleicht bewahrst du es fürs nächste Gruselwichteln, oder vielleicht schmeißt du es auch einfach weg, weil du den Ballast nicht haben möchtest. Was, wenn das auch mit Energien von Entitäten möglich ist? Oder sozusagen sogar zu sagen, hey, ich sehe, du möchtest mir was schenken, was beitragen, vielen Dank, aber nein, danke. Und was, wenn es da weniger darauf ankommt, das wirklich zu nehmen, als mehr die Anerkennung der Entität? Denn das meiste, was ich festgestellt habe in der Arbeit mit den Entitäten, gerade die, die gerne geklärt werden möchten, ist, dass sie anerkannt werden möchten. Dass sie irgendwo, hallo, mich sieht hier keiner, hallo, 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 ich bin da, hallo, hallo, was manchmal sehr nervig sein kann im Kopf. Aber wenn es vor allen Dingen darauf ankommt, auf das Anerkennen, dass man sagt, ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und danke, dass du mir was schenken möchtest. Das brauche ich im Moment nicht. Oder du nimmst es an, je nachdem, was leichter ist, und musst es aber nicht nutzen. Was, wenn du immer die Wahl hast, ob mit Entität und ohne Entität, mit Team, ohne Team, ganz egal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ihr könnt alles empfangen, aber ihr müsst nicht die Agenda der anderen erfüllen. Und wie sehr habt ihr euch abgeschnitten, weil ihr glaubt, wenn ihr das empfangt, müsst ihr die Agenda, die Bedingungen, die die andere Person an euch hat, erfüllen. Müsst ihr nicht, ihr habt jederzeit die Wahl. Also überall, wo ihr das Schluss gefolgert habt oder aus der Berechnung lebt, wenn ihr das empfangt, müsst ihr das geben, zerstörten und kreiert ihr das jetzt bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Und was ist jetzt für euch erforderlich, um wirklich mehr von Entitäten zu empfangen? Ist es vielleicht einfach nur eine Wahl? Wer oder was könnt ihr noch anders sein, um noch mehr von Entitäten zu empfangen? Spürt einfach mal rein, und es ist für jeden von euch vielleicht ganz anders. Und wie sieht's aus? Wir sind jetzt schon fast durch, gleich kommt der Max. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr jetzt bereit, es zu wählen, wieder mehr zu empfangen von Entitäten mit und ohne Körper? Auch den mit. Ich mache mich gerade wieder dunkel. Und was ist wirklich jetzt möglich, wenn ihr euch erlaubt, diese ganze nicht physische Ebene wieder in euer Leben einzubeziehen, einzuladen und wirklich auch da den Beitrag zu sein und zu empfangen? Und alles, was das nicht erlaubt, dass sich das zeigt und ihr das wahrnehmt, erkennt, seid und empfangt, zerstörten und kreierte das bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Yay! Yay! Happy Halloween! Happy Halloween! Feiert schön
Und wenn es einen Tag gibt, nein, es gibt mehrere, Pon-Pock, alles das, interessante Ansicht. Aber heute ist zum Beispiel wäre vielleicht einer der Tage, an dem Entitäten leichter wahrzunehmen, zu hören und von ihnen zu empfangen ist. Es gibt so diese Tage in den Jahren, da haben unsere Vorfahren schon ganz schön viel gewusst. Ja, da ist einfach der Schleier etwas dünner zwischen der physischen und nicht physischen Welt. Also ja, habt bloß keinen Spaß damit und lasst euch bloß nicht einfallen, von Entitäten was zu empfangen. Das ist ja ganz schlimm. Genau. Okay, ihr Lieben, danke für eure Aufmerksamkeit. Toll, dass ihr dabei wart. Happy Halloween. Halloween. Ihr kriegt ganz viel Süßes und nichts Saures. Genau. Danke. Tschüss. Tschüss.